Um den korrekten therapeutischen Kompressionsbereich einzustellen, legen Sie die vertikale Linie der Karte an eine der BPS-Linien des untersten Bandes an. Kontrollieren Sie, wo die zweite BPS-Linie des Bandes mit den Kompressionsbereichen der Karte abschließt. In diesem Fall benötigt der Patient 20 bis 30 mm Quecksilbersäule. Bei höherem Kompressionsbedarf straffen Sie das Band so lange, bis der richtige Kompressionsbereich erreicht ist. Bei geringerem Kompressionsbedarf lösen Sie das Band vollständig und befestigen es erneut mit weniger Spannung. Stellen Sie sicher, dass alle Bänder auf das gleiche Kompressionsniveau eingestellt sind. Achten Sie darauf, den verschriebenen Kompressionsbereich den ganzen Tag über zu erhalten. Dazu justieren Sie die Bänder über den Tag verteilt nach.